Besser Golf spielen mit der Fit-for-Par-Methode. Das ist ein Intro-Video, wo ich dir die Fit-for-Par-Methode erklären werde, was es dazu braucht, damit du am Schluss garantiert, wenn du es bis zum Schluss schaust, dieses Video, die Zusammenhänge verstehen wirst und anschließend bestimmt sofort besser Golf spielen wirst, aufgrund von «Lass uns beginnen». Die Fit-for-Par-Methode ist ein Lehr- und Schulungsmittel für all diejenigen, die gerne besser Golf spielen möchten. Egal, ob du Anfänger bist oder ein Single-Handicapper, ob du das Golfspiel als PGA-Pro unterrichtest oder auf der Tour schon spielst, schau dir diese Hinweise an und ich bin mir sicher, dein Spiel wird massiv an mehr Verständnis gewinnen und bin gespannt, wie du dich entwickeln wirst. Gut, kommen wir zum ersten Punkt. Wir sind zu Gast hier auf der Erde. Auf der Erde gelten ganz spezielle Naturgesetze. Wenn wir diese befolgen, wie Erdanziehungskraft, Geometrie, Physik, diese funktionieren in sich auf diesem Planet, sind Gesetze, die können wir nicht verbiegen. Wenn wir uns diese Naturgesetze beim Golfspielen zunutze machen, dann erreichen wir die Stufe, was zumindest auf unserer Seite möglich ist, die Unfehlbarkeit, das heißt, ein perfektes Golf zu spielen, sofern es uns dann eben möglich ist, wenn wir die Anwendung richtig machen. Würden wir irgendwo anders spielen, auf einem anderen Planeten, wären vielleicht dort andere Gesetzgebungen vorhanden und wir müssten aufgrund von diesen das Golfspiel so anpassen, dass wir zum Beispiel im Weltall spielen könnten, wo es keine Erdanziehungskraft gäbe, wo das Gewicht keine Rolle spielt. Aber einfach um dir aufzuzeigen, die Fit-for-Par-Methode beschäftigt sich hier mit den Naturgesetzen. Und darum ist die Unfehlbarkeit erreichbar, wenn wir eine gute Umsetzung hier vollbringen. Was brauchst du dazu? Wir Menschen brauchen zuerst eine klare Vorstellung von dem, was wir machen möchten, bevor wir uns bewegen können. Das heißt, wenn du jetzt aufstehen möchtest, sagen wir, du möchtest aus der Türe gehen, dann wäre zuerst die Idee, aus der Türe zu gehen. Und jetzt suchst du wahrscheinlich schon die Orientierung, gehst da durch, aha, und dann weißt du, ich muss jetzt da auf und deine Augen zeigen dir den Weg und du läufst dann dorthin zur Türe, bis du dann draußen bist. Ein anderes Beispiel, wie es zum Beispiel im Golf sein könnte, damit du die Visualisierung dir besser vorstellen kannst, weil das brauchen wir, damit wir die Bewegung, wie zur Türe gehen, umsetzen können. Schließ einmal deine Augen, nimm den Zeigefinger und male einen Kreis. Gut, schließ nochmals die Augen und male ein Viereck. Wunderbar, ich denke beide Muster, beide Formen, konntest du wunderbar umsetzen, hast aber wahrscheinlich keine Ahnung, wie du deinen Körper eingesetzt hast. Aber was du dazu benötigt hast, war eine Vorstellung zuerst, was du machen möchtest und aufgrund von dem konntest du dann die Bewegung für den Kreis oder für das Viereck umsetzen. Problematisch wird es, wenn du beides gleichzeitig machen möchtest. Also wenn du zum Beispiel im Golf zwei verschiedene Bewegungen machst, einmal nach oben und vielleicht dann mit der Hüfte und näher ran und so, dann machst du eigentlich schon zu viel auf einmal. Das wird nicht gehen, weil wenn du jetzt die Augen nochmal schließt und du beginnst mit einem Kreis und machst dann ein Viereck und dann einen Kreis, da gibt es ein Durcheinander und du wirst keine der beiden Formen wirklich sauber umsetzen können. Von daher, also ein Ziel, was du machen möchtest, du möchtest diesen oder diesen Schlag machen und dann bleib dabei und setz es so weit um und schau, dass es eigentlich nur eine Sache ist, die dich gerade im Kopf beschäftigt und hoffentlich die richtige. Da gibt es auch noch einen Schlüssel dazu, wie man das am besten umsetzt mit der Fit-for-Par-Methode. Aber visualisieren ist eigentlich das erste, ist der erste Grundstein, bevor wir uns bewegen oder richtig bewegen können.
Das nächste, der Schritt Nummer 2. Balance ist das Wichtigste, wenn wir uns bewegen wollen. Also wenn du zur Türe rausgehen willst, brauchst du die Orientierung, wo möchtest du hin? Und dann eine gute Balance, damit du ohne Umfallen zur Türe raus kannst. Beim Golfen brauchen wir ebenfalls eine gute Balance, weil wenn wir diese verlieren, dann leidet die Bewegung darunter. Und damit wir uns sauber bewegen können, ist die Balance eigentlich die zentrale Stelle, das Fundament, um überhaupt eine solide und unfehlbare Bewegung ausführen zu können. Das nächste, was du brauchst, Nummer 3, das Wissen, dass der Golfschwung ein Kreis ist. Wenn er eine Ellipse wäre, dann hätten wir Balanceprobleme beim Hin- und Hergehen. Also erst wenn wir eigentlich einen sauberen Kreis machen, wird es uns gelingen, die Balance hier zu halten und einen unfehlbaren Schwung ausführen zu können. Und damit das geht, brauchst du, glaube ich, von der Vorstellung das Muster, was der Golfschwung ist. Und das ist in diesem Fall, in diesem Sport, ist es ein Kreis. Was brauchst du noch? Nummer 4. Jeder Kreis hat ein Zentrum. Also jeder Kreis hat hier ein Zentrum. Wenn ein Kreis das Zentrum verlieren würde, dann wäre die Bewegung aufgrund von dem, würde darunter leiden. Und wenn zum Beispiel jetzt hier der Ball wäre und du würdest dich zu fest seitlich bewegen oder rechts bewegen, wenn sich das Zentrum von deinem Kreis verschiebt, bist du nicht mehr in Balance, kannst den Kreis sowohl nicht mehr ausführen und am Schluss ist es eigentlich nur noch die Frage, wie gut bist du Augen-Hand-koordinativ, damit du am Schluss noch an den Ball kommen kannst und den noch hoffentlich in die gewünschte Richtung noch spielen kannst, ohne hoffentlich dabei noch umzufallen. Was brauchst du noch für ein unfehlbares Golfspiel? Auf diesem Planeten ist es so, dass wenn wir ein Objekt in eine gewünschte Richtung bewegen wollen, dann muss das andere Objekt, das vordere, genau in diese Richtung bewegen, damit es in diese Richtung geht. Würde ich es nach unten stoßen, würde es nach unten gehen. Würde ich es nach oben stoßen, würde es nach oben gehen. Jetzt, wenn mein Ziel ist, nach oben zu gehen, müsste ich noch hoch drücken. Wenn ich nach unten gehe, nach unten drücken. Aber im Golf wollen wir eigentlich nicht nach unten und wir wollen nicht nach oben, sondern wir wollen ja mit dem Ball nach vorne. Also ist es wichtig, dass der Golfschläger nicht, wie die meisten jetzt da versuchen, runter zu schwingen oder hoch zu schwingen. Das wären zwei Eigenschaften, die nicht wirklich helfen, den Ball Richtung Ziel abzugehen, aufgrund des physikalischen Gesetzes hier auf der Erde, dass wenn man ein Objekt in eine gewünschte Richtung geben will, dann müssen beide in die gleiche Richtung arbeiten, damit das Objekt in die gewünschte Richtung geht. So, und was brauchst du noch zum Schluss, damit dein Spiel unfehlbar wird? Jeder Golfschläger, der du mitführst in deinem Golfbag, hat sein eigenes Gewicht. Die schwersten Schläger in deinem Bag sind die Wedges. Und je länger das der Schläger wird, umso leichter wird er. Das heißt, du hast in einem Golfbag, was du mitnehmen darfst, sind ja maximal 14 Schläger. Und wenn diese nicht alle die gleichen sind, weil du 14 Eisen 7 mitnehmen würdest, sondern so, wie es eigentlich vorgesehen ist, dass du 14 verschiedene Schläge mitnimmst, dann haben die alle ein anderes Gewicht. Das heißt, wenn wir ein Gewicht in die Hand nehmen, sprich ein Hammer, dann orientieren wir uns zuerst an diesem Gewicht, bevor wir es benutzen, um den Nagel einzuschlagen. Wenn ich dir jetzt einen kleinen Hammer gebe, dann musst du nur wissen, wie schwer ist der.
damit du nachher mit diesem Gewicht den Nagel einschlagen kannst. Wenn ich dir einen größeren Hammer gebe, der schwerer ist, dann musst du dich auch wieder aufgrund vom Gewicht orientieren, damit du mit diesem Gewicht erfolgreich den Nagel einschlagen kannst. Das heißt, wenn du einen Schläger aus deinem Golfbag nimmst, dann ist es wichtig für dein ZNS, das ist dein zentrales Nervensystem, was deine Muskulatur bedient, musst du wissen, wie schwer ist der Schläger, damit du den nachher richtig einsetzen kannst. Jetzt, was heißt richtig einsetzen? Bringe dir noch ein Beispiel. Angenommen, wir würden Dart spielen. Hier wäre die Scheibe. Ich gebe dir drei Pfeile. Das erste, was du machst, du wirst herausfinden, wie schwer ist der. Und aufgrund von dem Gewicht wirst du dir eine Zahl aufsuchen auf diesem Brett und du wirst den Pfeil in die Richtung werfen, aufgrund der Zahl, die du gerne erreichen möchtest. Also wieder eine klare Vorstellung, zuerst visuell, wohin will ich, wie schwer ist es, und dann wirfst du das Gewicht in die gewünschte Richtung. Jetzt, angenommen, du triffst nicht, dann gehst du nicht hin und fragst, ja, was habe ich jetzt da mit meinem Arm gemacht und warum und halte ich den richtig und wie auch immer. Sondern du fokussierst neu, schaust dir nochmals genau an, wo du hinspielen willst, spürst wahrscheinlich nochmals das Gewicht und wirfst noch besser in die Richtung, wo du den Pfeil haben möchtest. Und genauso müsste es eigentlich auch im Golf sein. Beim Golfspielen ist es der Schläger. Also die 14 verschiedenen Schläger haben ein anderes Gewicht und hier ist es wichtig, wenn du den Schläger hier einsetzt, dass du dich nach dem Gewicht orientierst und weniger eigentlich hier versuchst, etwas mit deinem Körper anzustellen, weil, und jetzt kommen wir hier noch zur nächsten Folie, bis heute kennen die meisten Leute nur den Körper beim Golfspielen einzusetzen, was dann wiederum bedeutet, wenn ich zuerst vorausgehe, zum Beispiel mit der Hüfte, oder ich ziehe mit den Armen, dann ziehe ich das Gewicht des Schlägers hinter mir her. Das hinterlässt Spuren im Körper. Ist eine Art, das Golfspiel zu lernen, über den Körper geschult. Da lernt man, das Gewicht des Schlägerkopfs zu ziehen. Oder die andere Methode, die Fit-for-Par-Methode, beschäftigt sich mehr mit dem Gewicht und mit dem Schläger, wo man lernt, den Schläger richtig zu schwingen, damit man die Golfbälle erfolgreich Richtung Ziel bringen kann. Also, es gibt zum Lernen zwei verschiedene Methoden. Einmal mit dem Körper, wo man mit dem Körper versucht, die richtigen Bewegungen hinzubekommen, oder wo man es mit dem Golfschläger dann umsetzen versucht, damit es unfehlbar wird. Also zwei Methoden, die man hier kennt. Was musst du noch wissen? Die Fit-for-Par-Methode beschäftigt sich nicht mit dem Körper, weil aufgrund von meiner These und der Analyse, und ich arbeite schon über 20 Jahre als Golflehrer, zum Schluss gekommen bin, dass wenn man hier versucht, mit dem Gewicht etwas zu machen oder mit dem Körper etwas zu machen, das nicht das Gleiche ist, was Timing und Rhythmus anbelangt. Großer Unterschied. Wenn du das nächste Mal auf die Driving Range gehst, versuch mal, diese zwei Sachen für dich auseinanderzunehmen. Und wie gesagt, du kannst mir unten in die Kommentare schreiben. Das E-Mail ist auch bekannt, info@fitforpar, und die Fit4Par-Methode findest du auf www.fitforpar.ca/methode. Da findest du unter anderem hier noch ein PDF-File, das doppelseitig ist, und hier hast du die 6 verschiedenen Punkte, die bei der Fit4Par-Methode es zu beachten gibt. Das erste, was wir hier machen, ist eigentlich evaluieren im Spiel. Also wie weit ist es, wohin gehe ich, welche Schläge nehme ich, was hat er für ein Gewicht und so weiter und so fort. Das nächste, wenn dann das alles klar ist, muss natürlich der Griff stimmen. Weil wenn die Haltung nicht richtig platziert ist am Schläger, haben wir ein Problem und die Schlagfläche wird im Treffpunkt entweder offen oder geschlossen sein. Und der Golfball wird aufgrund der Stellung des Schlägerblatts zu fest links oder zu fest rechts gehen. Der nächste Punkt ist deine Ausrichtung. Wie stellst du dich gegenüber deinem Ziel hin?
Ist dein Körper offen gegenüber dem Ziel oder ist es geschlossen über dem Ziel? Stimmt deine Ausrichtung, das Zielen? Wenn deine Ausrichtung stimmt, dann ist die Frage, ist deine Haltung okay? Ist diese im Balance? Und ist hier auch der Schläger am richtigen Ort? Ist die Ballposition am richtigen Ort, damit du hier funktionieren kannst? Und das sind dann eigentlich so die Checkpoints, bevor du schwingst, bevor du jetzt den nächsten Schritt umsetzt oder den Golfschwung versuchst so zu gestalten, dass er nachher unfehlbar zusammen mit den anderen Sachen wird. Der letzte Punkt ist schlussendlich dann die mentale Stärke. Wenn irgendetwas schief läuft, was ist jetzt gerade passiert? Wo wurde hier der Fehler begangen? Das ist ganz wichtig, dass du auch eine Methode hast, wo du zurück und reflektieren kannst, schauen kannst, was ist wo richtig oder vielleicht falsch gegangen, wo muss ich vielleicht noch nachhaken, an was lag es, dass es nicht unfehlbar war, der Fehler entstanden ist. Und wenn du hier besser arbeitest bei diesen Punkten, dann wird dir auch die mentale Stärke eigentlich helfen, besser hier zu arbeiten, damit es unfehlbar für dich wird. Jetzt unfehlbar, wie weit ist das möglich? Nun, wenn wir uns bewegen nach diesen Vorgaben, können wir alles daran umsetzen, dies soweit in Perfektion auszuführen, damit es unfehlbar werden kann bis zur Abgabe. Nach der Abgabe, wenn der Ball in der Luft ist, kommt vielleicht ein Windstoß von hinten, von vorne, von der Seite und jetzt drückt es den Ball schon weg aus deiner Linie. Oder bei der Landung, wenn der Ball aufkommt, war die Stelle nass oder zu trocken, der Ball ist weggesprungen oder gleich liegen geblieben. Also da hat es noch andere Situationen, die für uns halt nicht abschätzbar sind, wo wir uns nur etwas vorstellen können, was etwa geschehen wird und daher die anderen Einflüsse eigentlich nicht beeinflussen können. Aber all das, was wir machen können, das kann soweit, wenn man mit den Gesetzen der Natur zusammenarbeitet, zu einem Grad der Unfehlbarkeit führen. Und was man dann merkt, dass jeder Spieler auf seinem Niveau, wenn man so gut wie möglich auch das trainiert, immer besser wird. Das heißt, das Spiel wird unfehlbarer, man wird genauer bis, und heute kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, ich kann heute hingehen und sagen, ich spiele den Ball dahin und er wird mehrheitlich dahin gehen, obwohl ich noch keinen Trainingsschlag gemacht habe, weil ich mit den Gesetzen der Natur zusammenarbeite, meinen Golfschwung ausführe, gegenüber früher, wo ich zuerst meinen Körper irgendwie eingesetzt habe und circa 20 Bälle brauchte beim Einspielen, um überhaupt einigermaßen den Ball in der Richtung abgeben zu können. Und das als Pro. Nun, die Fit-for-Par-Methode, so einfach wie sie ist, so simpel wie sie ist, muss es auch sein, wie du auch gesehen hast bei der Visualisierung. Wenn du zu viele Sachen im Kopf hast, weil du den Winkel halten willst, die Hüfte zuerst drehen, dann wirst du zu langsam sein im Timing und wenn du noch den Kopf unten lässt, dann bist du wahrscheinlich ganz weit weg von dem, was ich jetzt hier erklärt habe, wie man zu einem unfehlbaren Golfspiel kommen kann. Jetzt, das nächste ist jetzt wie folgt, das war das Intro. Wir werden jetzt uns ganz genau anschauen, was es braucht, um den perfekten Griff zu bekommen, damit die Schlagfläche im Treffmoment square ist. Square heißt, dass sie zum Ziel zeigt. Das wird die nächste Präsentation sein in der Fit-for-Par-Methode. Schau dir das an, dann weißt du, wie du den Griff machen musst und in Zukunft so an den Ball kommen wirst, dass deine Bälle nicht mehr links und rechts weggehen werden.